Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaheimspiel der SG Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg. Die Partie endete mit 1-0. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des DDV-Stadions sowie die beiden Cheftrainer. Hier neben mir Achim Bayerlotzer von Jahn Regensburg und unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus. Das erste Wort gehört dem Gast, Herr Bayerlotzer. Wie fällt Ihr Fazit nach der 0-1-Niederlage hier in Dresden aus? Tja. Schon bitter, wenn man letztendlich so viel investiert wie wir heute und am Schluss mit leeren Händen dasteht. Das Spiel haben wir in der ersten Hälfte verloren, weil wir in der ersten Hälfte unser Spiel durchziehen konnten, sehr, sehr viele Balleroberungen hatten, im Umschaltmoment oftmals Richtung 16-Meter-Raum von Dresden unterwegs waren und dort leider Gottes immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen haben. Manchmal quer gespielt, wo wir hätten schießen müssen und umgekehrt. In dem Moment sage ich zur Halbzeit, klar, hätten wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die die Spieler im höchsten Tempo treffen. Insofern auch da kein Vorwurf. Aber da hätten wir uns natürlich belohnen müssen. In der zweiten Hälfte hat Dresden dann umgestellt auf ein 4-4-2 mit Raute und Hauptmann da ein bisschen nach vorne geschoben. Aber auch sieht man natürlich, was Kone für ein Spieler ist, für ein Highspeed-Spieler ist. Das hat uns am Anfang so ein bisschen Probleme bereitet, obwohl keine großen Torchancen in dem Moment da waren, bis auf die Chance von Kone da direkt im Konter. Und dann kommt es eben zu dieser Situation zum 1-0, wo ich natürlich auch ein bisschen unzufrieden bin, wie wir es verteidigt haben, aber auch natürlich ein bisschen unzufrieden, dass der Schiedsrichter zweimal einfach da auch vielleicht nicht in die Pfeife reinbläst, wie er es im Mittelfeld permanent gemacht hätte. Und will aber jetzt hier in keinster Weise jammern, weil die Art und Weise, wie meine Mannschaft hier aufgetreten ist, wie wir danach auch diesen Ausgleich unbedingt wollten, auch da nochmal die ein oder andere Großchance hatten. Ich erinnere bloß an Marco Grüttner, der aus spitzen Winkel einen Torwart anschießt. Ja, hat heute nicht wollen sein, sollen sein und insofern müssen wir damit leben. Es wird uns überhaupt nicht umwerfen. Wir werden unseren Weg weitergehen. Wir werden auch die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, mit höchster Intensität und vielen, vielen Abschlüssen. Wenn ich mir die Statistik anschaue, stimmt eigentlich nur eine Statistik nicht, nämlich die bei den Toren. Den Weg werden wir weitergehen. Dankeschön. Herr Bayerlotzer, vielen Dank für Ihre Analyse. Uwe, wie fällt dein Fazit nach dem 1-0 Heimsieg gegen Jahn Regensburg aus? Ja, natürlich glücklich. Ist ja klar, dass wir zweiten Heim sich hintereinander feiern konnten. Ich stimme dem Achim zu. In der ersten Halbzeit war es für uns ein äußerst schwieriges Spiel. Die Art und Weise, wie Regensburg spielt, ist schon sehr intensiv. Du hast keine Zeit, den Ball im Mittelfeld oder ist auch eigentlich egal, wo auf dem Platz anzunehmen, zu verarbeiten, zu schauen, wo der nächste freie Spieler steht. Da wird sofort Druck gemacht und wir hatten uns darauf vorbereitet, wollten natürlich dann auch unseren Erfolg dann durch Tiefenpässe suchen. Die kamen zu selten. Darüber hinaus haben wir in der ersten Halbzeit gerade den Fehler gemacht. Bei eigenem Ballbesitz haben wir immer breite Stellung gehabt, wollten spielen, haben dann aber den langen Pass gesucht und waren dann über das ganze Feld komplett offen. Und ja, das hat Regensburg dann immer wieder auch zu sehr guten Kontermöglichkeiten genutzt, wo sich nahezu alle Spieler eingeschaltet haben. Und da hatten wir schon das eine oder andere Problem und deswegen auch die Umstellung auf 4-4-2, um vorne noch besser Druck machen zu können. Das ist uns mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit ganz gut gelungen, hatten direkt die Chance von Musa. Und dann haben wir den Spieß ein ganz kleines bisschen umgedreht, hatten auch häufig Balleroberungen. Direkt im Gegenpressing haben viele zweite Bälle bekommen und waren dann sofort besser im Spiel. Und dadurch kam das Publikum nochmal richtig, das hat uns gut getan. Und dann die Szene zum 1-0. Ich hatte erst gedacht, es wäre Foulspiel gewesen, habe es auch jetzt noch nicht gesehen, aber Schiedsrichter hat es nicht so entschieden. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es so korrekt war oder nicht.
Ja, Erik Berko, ich habe noch vor dem Spiel zu ihm gesagt, du arbeitest immer wie ein Wahnsinniger, versuche einfach dich zu belohnen. Jetzt hat er nicht nur sich belohnt, sondern die gesamte Mannschaft. Und das freut mich natürlich sehr. Die Schlussphase war geprägt von vielen langen, hohen Bällen, wo es immer passieren kann, dass du einen Ball auch noch reinkriegst. Aber ich glaube, dass wir es insgesamt schon auf jeden Fall mit voller Leidenschaft gemacht haben. Außer zwei, drei Szenen dann auch recht souverän. Ein bisschen mehr Entlastung hätte ich mir natürlich noch gewünscht, dass wir Bälle mehr halten, dass wir einen Freischuss ziehen, dass wir Ecke Einwürfe rausholen. Das war ein bisschen zu wenig, aber kein Vorwurf an die Mannschaft. Wichtig sind die drei Punkte, letztendlich auch egal wie oder ob verdient oder nicht verdient. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Dankeschön. Danke auch dir. Bis hierhin. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Da kommt Frank Schmidt mit dem Mikrofon zu Ihnen. Wer hat die erste Frage? Keine Fragen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, unseren Gästen aus Regensburg einen angenehmen und sicheren Heimweg. Viel Erfolg für den Rest der Runde. Tschüss. Dankeschön.